Wie geht denn eigentlich dieser Hosenschlitz, vor allem dann, wenn man Jeans näht? Dazu erkläre ich euch zunächst mal die wesentlichen Merkmale der Schnittteile. Ihr habt das Vorderblatt zugeschnitten, hier wieder als Fragment, ein linkes und ein rechtes Vorderblatt. Das linke Vorderblatt, da könnt ihr diese sogenannte Untertrittzugabe wegschneiden. Und am rechten Vorderblatt lasst ihr diese Untertrittzugabe von 5 mm dran. Vor allem bei Jeans. Jeans haben immer einen Herrenverschluss. Damenverschluss würde das Ganze andersrum sein. Dann habt ihr den Besatz. Der Besatz wird mit der vorderen Mitte später verstürzt. Und ihr habt den Untertritt. Schaut so aus. Und da wird nur die Unterkante zusammengenäht. Ich zeige das hiermit nur schnell mit der Stecknadel. Unten verstürzt, zusammennähen, durchstürzen und dann diese Kante hier oberlocken. Dann schaut das fertig so aus. Dann braucht ihr klarerweise einen Reißverschluss und ich empfehle euch, eine Schablone zu machen. Die schaut genauso aus wie der Besatz, nur ohne den Nahtzugaben. Bevor ihr mit dem Hosenschlitz beginnt zu verarbeiten, sollten folgende Schritte gemacht sein. Ihr habt Vorderblatt geoberlockt, außer die Buntansatzkante. Ihr habt den Beleg geoberlockt, nur hier die Krümmung. Und ihr habt den Untertritt hier unten verstürzt und diese Kante geoberlockt, hier oben auch nicht. Und ihr habt klarerweise links und rechts Taschenbeutel verarbeitet und auch das Vorderblatt geoberlockt. Als erstes näht ihr an die vordere Mitte des linken Vorderblattes den Beleg rechts auf rechts auf. Mit einem Zentimeter Nahtzugabe vom Anfang des Belegs bis zum Ende. Dann bügelt ihr den Beleg zurück und legt den Reißverschluss dazu, und zwar mit dem Schiffchen zur rechten Stoffseite, zippt den Zip auf und die Zipzähnchen haben einen Zentimeter Abstand von dieser Naht, an der ihr verstürzt habt, und achtet darauf, dass das Zipbändchen auch hier oben an der Buntansatznaht liegt. Hier oben kommt nämlich dann der Bund drauf. Dazu müsst ihr auch das Füßchen bei eurer Maschine wechseln zu einem Zipfüßchen. Bei meiner Maschine geht das ganz leicht mit einer Klicksfunktion. Jede Maschine hat das ein bisschen anders. Auf die richtige Seite klicken, Nadelposition verstellen und aufsteppen. Damit man den Zip auch wirklich bis zum Ende zunähen kann, das Füßchen heben, die Nadel ist gesenkt ins Nähgut, Zip zumachen, Füßchen wieder senken und den Rest aufnähen. Damit das Zipbändchen auch wirklich vollkommen aufgenäht ist, nähe ich gerne noch eine zweite Naht, damit das hier nicht wegklappt, dazu.
Auch hier wieder Nadel in das Negut senken, Füßchen heben, Zip durchziehen, Füßchen senken, fertig. Voilà. Dann klappt ihr den ganzen Zip zurück, bügelt euch idealerweise die vordere Kante noch fest und hier könnt ihr euch diese Vorderkante noch mit einem Zierstepp absteppen. Und zwar, ganz wichtig, vom Beginn des Belegs. Jetzt ist schon mal ein schwieriger Schnitt getan. Jetzt kommt an die lose Seite des Zipbändchens das rechte Vorderblatt dazu. Das will ich mit der Untertrittszugabe so dran genäht haben. Dazu klappe ich mir das also so um und lege jetzt Zipbändchen und Untertrittzugabe aneinander und stepp die mal fest. Wichtig ist auch hier wieder, dass das Zipbändchen auch wirklich mit der Bundansatznaht abschließt und nicht irgendwie so verschoben ist. Ich wieder, ob das schön aufeinander liegt. Bis zum Ende des Zipbändchens nähen. Damit sind jetzt mal Vorderblatt links und rechts miteinander verbunden. Nachdem wir die zweite Seite vom Zipbändchen angenäht haben, kommt jetzt noch der Untertritt dazu. Der wird eigentlich ganz gleich aufgenäht wie das rechte Vorderblatt. Ich mache es immer nur auf zwei Schritten, weil es sonst sehr viele Stofflagen sind, auf die man sich konzentrieren muss. Der wird wieder auch hier bündig mit der bunten Ansatzkante angeschlossen und drauf genäht. Zip zumachen. Alle Lagen auf einmal und vom Beginn der Untertrittzugabe annähen. Da muss ich nur das Zipfüßchen die Seite wechseln. Und hier schauen, dass man alle Lagen, Zipbändchen, Vorderblatt und Untertritt aneinander legt. Hier blockiert wieder der Zip. Füßchen heben, Nadel stecken lassen, Zip nach hinten ziehen, fertig nähen. Jetzt schaut das ja schon aus wie ein Zip. Und ein schöner Untertritt, so dass man die Zähnchen auch nicht sieht.
Jetzt ist der Reißverschluss schon hier vorne gut verarbeitet, aber die Schrittnaht ist noch zu schließen. Die wird jetzt geschlossen. Dazu lege ich mir das Blatt einfach so um. Neben Stoffkante an Stoffkante und schließe hier die Schrittnaht so weit, wie es möglich ist. Achtung, hier ist ein kleines Fältchen. Hier darf ich nicht drüber nähen, das heißt nur so weit es wirklich geht zusammennähen und nicht den Untertritt mitnähen. Der kommt weg, der muss weggeklappt werden. Wie am Schnitt vorgesehen, mit einem Zentimeter Nahtzugabe schließen. Immer kontrollieren, wie es drunter ausschaut, ob keine Falten mitgenäht werden. Von hinten schaut das jetzt so aus, Schrittnaht ist geschlossen. Von vorne sieht das so aus, nicht wundern, da ist ein Loch. Aber wenn das zu ist, zugelegt, signiert wird, dann geht das Loch weg. Jetzt ist noch immer der Beleg hier nicht angenäht. Das hier muss also noch angenäht werden. Und dazu kommt die Schablone ins Spiel. Die lege ich mir an die vordere Kante an, öffne den Zip, klappe den Untertritt weg und nähe nun an der Papierkante von dieser Schablone entlang. Dadurch wird meine Rundung auch wirklich schön und gleichmäßig, weil es sind jetzt schon da unten vor allem sehr viele Stofflagen und dick. Und da ist gut, wenn man sich gut anhalten kann optisch an einer Linie. Man sieht, da tut sich jetzt schon einiges da unten, also schön wegziehen. Und dann nützt uns jetzt das Loch, dass wir da nicht zu viele Stofflagen erwischen, die wir gar nicht wollen. Ihr könnt hier auch noch einen zweiten Stepp dann ziehen, einen zweiten Parallelen, dann wirkt die Jeans noch ein bisschen sportlicher. So, und jetzt schaut das Ganze innen so aus. Schrittnaht noch in die richtige Richtung hier bügeln, dass das alles hier in diese Richtung schaut, also nicht auseinander, das macht man nur bei Anzughosen, sondern in eine Richtung. Der Beleg und der Drittteil kann alles schon überlappen. Gelegt werden und von der schönen Seite kommt jetzt die Schrittnaht, nochmal der Zierstepp drüber. Zunächst schmalkantig. Und hier dieses Loch, das hier ist, das nähe ich jetzt zu, weil ich hier drüber nähe und dann wieder retour. Nicht wundern, hier in dem Bereich beginnt die Maschine schon ziemlich zu würgen, weil da schon sehr viele Stofflagen aufeinander sind. Wenn das bei eurer Maschine nicht geht, einfach mit dem Handrad auf eurer Maschine ein bisschen drehen, dann könnt ihr der Maschine helfen, diese Stiche zu machen und das Zip, den Zip natürlich zumachen dabei, damit er schön liegt. Bei üblichen Jeans näht man ein bisschen drüber und dann zurück, damit das noch ein bisschen betonter ist. Füßchen heben, drehen, ein paar Stiche waagrecht hinübersetzen und hinunternähen, parallel zu dieser Naht hier.
da den Stoff ein bisschen spannen, damit diese Falten da hier, die sich durch die Krümmung bilden, schön glatt gezogen werden. Überschüssigen Faden wegschneiden. So schaut es von außen aus. So sieht es von innen aus, mit den ganzen Fäden noch etwas hässlich. Die schneiden wir noch weg. Ihr habt es fast geschafft. Ein letzter Schritt. Das hier muss noch hier miteinander verbunden werden von außen, damit das beim Aufziehen nicht wegklappt. Damit das nicht so wegklappen kann. Wird hier noch einmal so ein kleiner Riegel gesetzt, so hin und her genäht, dann ist das hier auch verbunden. Dazu stelle ich die Maschine auf Zickzack, auf einen engen Zickzack um und riegel hier das einmal fest, alle Lagen durch. Geschafft!